Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Partner, liebe Handwerker und Planer, liebe Gäste, liebe Kollegen der Presse. Ich freue mich sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind, hier heute in der Gebhardtstraße. Es ist doch erstaunlich, wenn ich so mich umsehe, wie viele Menschen über die vergangenen Monate dazukamen und die zu diesem Großprojekt nun dazugehören. Es ist jetzt exakt ein Jahr her, dass wir fast an der gleichen Stelle standen und den ersten Meilenstein gefeiert haben, die Grundsteinlegung. Und heute, 12 Monate später, steht hier der Rohbau. Bei genauer Betrachtung ein bisschen mehr wie ein Rohbau. Ich freue mich daher, dass wir heute gemeinsam zusammengekommen sind, um das Richtfest in der Gebhardtstraße zu feiern und das in so großer Runde. Ja, liebe Gäste, Bauen ist Teamwork. Wenn Sie sich in der Runde hier umsehen, merken Sie, wie viele Köpfe und Hände nötig sind, um ein solches Projekt zu stemmen. Sehr geehrte Damen und Herren, der große Vorteil daran, wenn man der zweite Redner ist, ist, man muss nochmal die Begrüßung wiederholen und läuft damit natürlich auch nicht in Gefahr, dass man irgendjemanden vergisst. So grüße ich Sie alle, egal ob Handwerker, Planer, Architekten, Eigentümer, ich grüße alle mal geschlossen mit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor circa 3,5 Jahren hat die Firma Schultheiß Projektentwicklung AG dieses Grundstück hier an der Gebhardtstraße von Siemens Audiology oder besser später bekannt als Sivantos gekauft und hat sich dann auf den Weg gemacht zu einer städtebaulichen Neuordnung. Ich möchte Sie allerdings zu einer alternativen Betrachtung einladen. Sie schaffen hier Lebensraum. Sie errichten 64 Wohnungen und 34 Service-Apartments, darunter 23 Wohneinheiten aus dem Bereich des geförderten Mietwohnungsbaus. Hier werden in den kommenden Jahrzehnten morgens Menschen aufwachen, zur Arbeit gehen, am Abend zurückkommen, entspannen, sich vom Tag erholen. Denn Zukunft kann man bauen. Und das ist das, was hier passiert, das ist das, was Sie hier machen. Sie werden auch gleich erleben, wie unser Rohbauer das leere Glas abschließend vom Dach wirft, als Zeichen des großen Glücks. Bauen bedeutet auch Zukunft. Und wir von der Schultheiß Projektentwicklung sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserem Projekt hier in der Gebhardtstraße die Zukunft mitgestalten und einen entscheidenden Beitrag zum Stadtbild von Erlangen beitragen dürfen.